Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Andex. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Liebe Zuschauer, wir sind immer noch unterwegs mit unserer Ortschaft der Woche. Heute sind wir bei den Machtelfinger-Sängern. Das ist auf dem Aussiedlerhof. Herrliche Gegend, wunderbar. Und die proben jetzt gerade ein wenig. Schaut man sich mal gar nicht. Sie hört sich von draußen auch schon schön an. Servus. Brot, so viel und Johanni Wein. Darf ich unterbrechen, bevor es gleich weitergeht, gell? Servus erst einmal. Schöne Probe in gemütlichen Zuhause. Das lassen wir auch, gell, wenn man sie zu Hause trifft. Wessen Zuhause ist das eigentlich? Schön, ein schönes Gehöft, sage ich jetzt einmal. Da ist nichts mehr, oder? Da kann man schön ruhig alles machen. So, erstmal ein Name von den Machtelfinger-Sänger. Dein Name ist? Danimi. Roman. Roman. Hermann. Hermann. Angelika. Das ist genau die richtige Mischung. Zwei Mädels und meine. Wer hat das Sagen bei den Machtelfinger-Sänger, die Damen? Nein, eher die Herren, glaube ich. Die Herren eher? Der erste Vorstand und ich bin dann der zweite. Ach so, also der erste hat was zum Song. Ja, ich habe den eigentlich wieder angefangen, den Dreigesang. Ja. Den hat es so vor 50 Jahren schon gegeben. Ja. Und dann war eine Zeit lang eine Ruhe zwischendrin. Und dann aus der Not raus habe ich den wieder angefangen, den Dreigesang. Aus welcher Not heraus? Das hat gefeilt, oder was? Ja, weil ich habe da immer Adventsinger organisiert. Und dann habe ich keine Gruppen mehr zusammengebracht. Aha. Dann habe ich die Alten gefragt, die dabei waren beim Frühjahr schon, ob sie mitmachen. Und ich habe dann auch mitgemacht, dann waren wir wieder drei. So, und jetzt sind es vier sogar. Das ist ja Wahnsinn. Ach so, ihr singt gar nicht mit. Nein, wir spielen bloß. Ach, das ist praktisch als Männergesang. Wir haben zwei gesungen, wir waren noch mehr drei gesungen, aber jetzt. Ja, das ist ja in Ordnung. Ja, wegen. Man muss ja trotzdem auch Zeit finden. Also so ist es ja nicht. Man muss ja trotzdem zusammensitzen. Ja. Wie oft probt es denn so im Monat? Wann trefft es euch einmal? Das kommt darauf an, wann wir Auftritt haben. Ach so. Da haben wir jetzt dann einmal in der Woche. Ja. Und im Sommer ist meistens eine Pause. Da haben wir auch weniger Zeit. Ja. Aber ist das jetzt eine Musik eher für die Herbst- und Winterzeit? Oder ist das eine Musik auch für Frühjahr, Sommer? Ist das egal? Das ganze Jahr kann das sein. Ja? Von den Meiertachten. Ah, stimmt. Bis, da geht es eigentlich schon los. Beerdigung. Können wir auch singen. Das ist natürlich oder mal ein singen. Ja. Dann einmal der Horgott. Genau, ja. Einfach so. Das ist schön. Ich habe vor wenigen Monaten mal zum ersten Mal begriffen, was Chorgarten ist. Und jetzt sagt es fast jeder, der also irgendwie Stummmusik oder Dreigesang oder Zweigesang machen, gell? Chorgarten. Genau. Zwischendrin lernt man auch mal was. Ja. Wer sucht denn die Stücke aus? Der erste? Der zweite? Ja, der erste. Der erste. Was sie ergibt. Wie es sich ergibt, ja, wenn ich mal irgendwo was her, Gruppen oder was, dann fragt man mal, ob man was haben kann. Ja. Oder so. Gern geben sie es nicht her, aber bringen wir schon zusammen dann. Macht sie da alles auswendig? Also, die habt schon noch Noten alle, ja, oder? Ja. Dann müssen die doch auf den Mund schauen. Ach so, deswegen. Das ist schon so per Blickkontakt alles, ja, oder? Ein bisschen schon, ja. Aber sonst funktioniert es auch nicht. Gerade beim Singen. Also, die spielen so, wie wir singen. Genau. Wir spielen uns eigentlich mal auf die Sänger ein. Wir sind das Personal. Aber wenn sie das Personal nicht hätten, würde es da oben auch nicht funktionieren, gell? Es ist überall. Da hätten wir schon unsere Probleme, ja. Ja, also ohne Zither und Gitarre war es auch recht traurig, wenn man ehrlich sagt. Nur die Ersatzzither. Ach, auch noch Ersatzzither. So mal, nur noch Ersatz. Aber wie lange spielst du Instrumente schon? Oh mein, Kindheit auch schon. Nochmal eine Zeit wieder ausgesetzt und dann habe ich wieder angefangen. Und Zither? Ja. Hart gelernt in der Kindheit? Dritte Klasse. Oh, aber da sind Finger noch klar und gelenkig, gell? Wie geht's mit der Hornhaut? Gut. Schon? Das sieht man. Vor der Weihnachtszeit, alles gut. Spielt alles gut beieinander. Ja, lasst mal was hören. He? Was darf man denn hören? Was Stilles, was Fetziges, was Stades? Ist denn das nicht ein Leben? Ja, das ist schon. Ist denn das nicht ein Leben? So machen wir das mit den Machtelfinger-Sängern. Man kann einmal einen Blick drauf werfen.
Bin ja gespannt, wenn der Ton einmal falsch ist, wird er mal gekrempelt an der Seite. Nein, kriegt man bloß einen roten Kopf. Wenn man vor die Leute steht, ist das schön, gell? Genau. Das kann man auch schon. Das haben wir dann schon gedacht. Willst du sie anstimmen? Okay. Passt schon, Profis. Ist denn das nicht ein Lieb? Kannst denn was schönes Kind? Wenn man ist vogelfrei und gesund dabei. Wenn man ist vogelfrei und gesund dabei. Hollaro, rüttiri, ei ho, hollaro, rüttiri, ei ho, hollaro, rüttiri, ei ho, ei ho. Erst einmal beim Efeu zu, muss ich kommen, gibt's Gott nur. Wollen wir mal, junge Leid, das ist ein Freund. Wollen wir mal, junge Leid, das ist ein Freund. Hollaro, rüttiri, ei ho, hollaro, rüttiri, ei ho, hollaro. Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Andechs. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. So, wir sind bei den Machtelfinger Sängen, liebe Zuschauer. Also in Machtelfing, außerhalb von Machtelfing, es ist ein bisschen weiter draußen, aber es ist auch das Schöne, da kann man ganz laut proben, oder nicht? Könnt ihr euch auslauern, da hört euch keiner. Ja? Und schon jeder Tag ist eine Nachtzeit. Haben wir jetzt nie vier Stunden, ja, ob es das macht. Aber wenn natürlich Konzerte oder wenn natürlich Auftritte anstehen, muss man schon ein bisschen eifriger sein, oder? Schon, ja. Aber das ergibt sich immer so. Einmal ratscht man dann wieder eine Zeit lang. Dann fällt dann wieder ein Witz ein. Mhm. Aber der wieder erzählt und sagt jetzt halt, das ist eigentlich recht. Und Zeit gibt es auch. So ist es auch ab und zu. Die Mädchen wissen ganz genau, um was geht, gell? Wenn wir Brotzeit gegangen sind. Schon klar. Aber wenn man jetzt sagt, also es kommt auch was Neues oder so, oder Neustickler, dann wird da schon die Note rumgeschickt oder sagt man dann, ich habe heute was Neues und heute müssen wir uns zusammensetzen. Genau, so machen wir es. Da bringe ich dann irgendwie was mit. Ja. Und er kopiert es dann und dann schauen wir das an und dann probieren wir das gleich. Kracht es auch einmal? Nein, Disharmonien gibt es nicht. Nein, kann man eigentlich nicht sagen. Gell? Bis jetzt ist es aber gut. Harmonie pur. Gut ausdiskutiert. Ja, genau, ist auch was gesagt. Gell, das ist schon klar. Jetzt, was mich immer interessiert, erst die zweite und dann halt beim Dreigesang die dritte Stimme. Also das, ist das im Chor drin? Lernt man das, dass man nicht durcheinander kommt? Weil ich stelle mir das schon immer sehr schwer vor. Ja, das. Also, ich schulde mir vor. Die Stimmen, die aber dass man auch dann auf der zweiten Stimme oder auf der ersten dann drum bleibt, ohne dass man die zweite oder dritte verfolgt, oder? Ja, das ist Übungssache. Ne? Also ich bin jetzt zum Beispiel beim Kirchenchor und so, da ist es eigentlich fast ein wenig schwieriger. Wirklich? Weil ja, so früher mal um mich ja, ja, da ist es fast schwieriger, aber da, das kriegt man so ins Gefühl, das geht schon. Wer ist immer Erste? Du bist Zweite immer? Ich bin Zweite. Ja. Erste. Ich kann Dritte gar nicht singen, weil ich nicht so weit nachkomme. Ach so, runterkommen. Ach so, das ist dann der Bass mehr oder weniger, der Bass, oder? Ja. Tenor, Bass. Du bist dann der? Ja, zwischendrin. Zwischendrin, und dann gäbe es noch den Bass. Ja. Aber das stimmt echt, also, ist schon interessant. Wie kamst du denn eigentlich zum Singen? Also ich meine, man muss ja das erste Mal auch so finden, dass man es kann. Ja, kann dir auch einer sagen, na ja, mei, sing doch halt ein wenig. Ja, aber da Generation, da haben wir alle gesungen, oder? Ja. Nein, der Füchsche, habe ich halt einen Einser gehabt und dann haben wir gedacht, ich kann eigentlich singen, haben wir gedacht. Ja, Einser schon gehabt? Ja. Das war, aber hoffentlich nicht bloß der Einzige. Ja, leider war es der Einzige. So, also die Musik dann, das Talent weitergeführt. Das hat mich aber rausgerissen, der Wahnsinn. Das Singer, und bei dir war es auch so? Ich war eigentlich immer schon beim Singen, als ein Gesangverein, Kirchenchor und so. Ja. Und dann führt man es natürlich auch irgendwann mal weiter, gell? Wie ist denn bei euch mit dem Gesang, Mädels? Ich singe auch im Kirchenchor. Ach, da war der Gesang auch noch da. Aber ich singe da nicht mit, ich spiele da bloß. Und bei dir? Ja, ich singe zwar nicht im Kirchenchor, aber ich singe auch in Andechs im Konzertchor. Auch da noch mit dazu. Ja gut, dann wenn man einmal mit der Musik infiziert ist, dann bist du durch, gell? Ist man eigentlich nervös, also wenn man dann... Immer wieder mal. Wirklich? Ich mache das doch schon so lang.
trotzdem, es kommt drauf an. Ist man wieder nervös beim Auftritt, einmal überhaupt nicht. Das ist ganz unterschiedlich. Also das kann man über vorher nicht sagen. Ist der Ton mal so richtig daneben gegangen bei einem Auftritt? Könnt ihr euch an was erinnern, wenn ihr euch alle Feier mit roten Köpfen angeschaut habt? Ja, da will man uns nicht mehr erinnern. Übermacht den Meister, das ist halt so. Aber man denkt sich dann immer, man muss immer so perfekt anliefern, der Walde, wo davor sitzen, denken sie, mei, ist auch bloß menschlich, oder? Das ist einfach so, ja, genau. Sind ja alles bei den anderen kann man das immer entschuldigen, gell? Aber bei sich selber ist das viel schwerer. Das ist ein ganz guter Ansatz. Das verfolgt dann immer ein bisschen. Das stimmt nämlich, ja. Die anderen sagen immer, war doch nicht schlimm, ist gar nicht aufgefallen. Weißt man schon drauf, gell? Ja. Das ist lang noch. Das ist eine bittere Zeit, gell? Eine bittere Zeit. So, wir hätten es eigentlich. Also wenn ich jetzt noch was hören darf, war ich zufrieden. Ich höre, wenn was falsch war, da, aber das ist eh nicht falsch, höre ich weg. Ja. Und wünsche euch natürlich nur alles Gute für die Machtelfinger-Singer. Was hören wir? Was tun wir noch wegen? Ich schwing hier und das ist eins von unseren ersten Liedern, die wir gesungen haben. Also uns gibt es ungefähr seit 20 Jahren. Na also, dann dementsprechend dürfte das in Fleisch und Blut übergehen. Bis dahin, servus. Ich schwing hin, ich schwing her, mein Scharf ist ans durchs Groß. Jeri-ei-ho, jeri-ei-ho, jeder Holm, jedes Blär, mal ist voll Tau, Tripfalllos. Jeri-ei-ho, hollero. Aus der Ruhe in der Früh, da gehen wir aus, ich als Volk. Jeri-ei-ho, jeri-ei-ho, drin im Groß sitzt der Hos, hat seine Löffel aufgestellt. Jeri-ei-ho, holla. Ortschaft der Woche wurde präsentiert von den Stadtwerken München. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Andechs. Wechseln auch Sie.